Einen wunderschönen, das heute Morgen war nur ein Zwischenvideo, jetzt kommen die richtigen. Die nächsten zwei Videos, es gibt noch ein triviales Teil 8, aber die nächsten zwei Videos haben was mit Autofahren, mit Verkehr zu tun, denn manche Leute wollen das tatsächlich wissen, wie das hier so läuft. Nun, fangen wir mal an mit dem Verkehr. Also fahren tun wir hier auf der falschen Seite. Wir fahren hier alle links. Das heißt, hier waren ja lange Zeit die Engländer als Kolonialisten, die haben das Ganze von den Deutschen geklaut und haben dann gesagt, ja, also hier, das mit dem Rechts können wir nicht, wir führen hier Linksverkehr ein und das haben die auch gemacht. Ja, und deshalb haben wir hier Linksverkehr. Was es hier nicht gibt, ist eine Spurenpflicht. Also dieses, wie bei uns, Rechtsfahrgebot, es gibt hier kein Linksfahrgebot. Ja, sollte man zwar, aber interessiert im Prinzip keinem. Ja? Ich habe hier einen Spickzettel, weil das kommt mir sonst, wenn man es alles ein bisschen zu viel. So, dann fangen wir mal an. Was die meisten Leute interessiert, wird sein, wie ist das eigentlich im Kreisverkehr? Also hier fahre ich natürlich in den Kreisverkehr links ein, nicht wie in Deutschland rechts. Ich fahre links ein und fahre im Uhrzeigersinn um den Kreisverkehr rum. Uhrzeigersinn. Ja, nicht wie in Deutschland, das ist genau andersrum. So, was man auch wissen sollte, nach englischem Beispiel sind die Kreisverkehre hier meistens... Da hat er vollkommen recht, ja. Also die Kreisverkehre sind hier meistens zweispurig. Zweispurig, das heißt, wer die nächste Ausfahrt wieder rausfährt, bleibt auf der linkesten Spur. Und wer erst danach rausfährt, der fährt erst direkt gerade durch auf die zweite Spur und fährt dann wieder raus, bevor seine Ausfahrt kommt. Das ist die Theorie. Das klappt in England nicht, das klappt hier auch nicht. Aber so sollte es sein. Ja, dann wie ist das hier an einer Kreuzung ohne irgendwelche Verkehrszeichen? Und die meisten Kreuzungen hier haben keine Verkehrszeichen. Kreuzung heißt hier genau wie ihr es kennt aus Deutschland, rechts vor links. Also es ist ja nicht, wie jeder meint, links vor rechts oder sowas. Es ist rechts vor links. Allerdings wird immer empfohlen, dass man sich gegenseitig mit Handzeichen Bescheid gibt. Machen die meisten Leute auch, weil hier wird man sehr schnell mal auch vorgelassen. Und auch dann, wenn einer Vorfahrt hat, wird er mal gewunken und hier fahr vor. Gut. Ja, überholen tut man natürlich rechts. Also offiziell macht man das so. Ja. Man überholt rechts. Wo ihr die ganzen Verkehrsregeln findet, für die Leute, die hier schon leben, ich werde das sowohl in YouTube wie auch auf Telegram mit einem Link einfügen. Dann seht ihr, da könnt ihr das alles selbst nachlesen, wenn ihr das genau wissen wollt. Aber ich kann nicht sagen, da müsst ihr viel lesen. Ich habe es alles hinter mir schon. Gut, also überholen tut man in der Regel rechts. Ja, wie ist das beim Zebrastreifen? Also bei allem, was ich euch jetzt sage, gibt es immer die offizielle Version, wie es sein müsste, und dann gibt es die Version, wie sie ist. Ja? Also beim Zebrastreifen hat man anzuhalten. Und in der Regel machen das die Leute auch, und zwar immer dann, wenn die Polizei dahinter steht. Ansonsten eigentlich eher nicht. Also wenn ihr auch über den Zebrastreifen wollt, ja, so Handzeichen und so, das hilft euch gar nichts. Ihr müsst dann schauen, wann es gerade mal geht, wann man die Straße schön überqueren kann und dann schön langsam rüber und dann seht ihr schon, ob die Autos stehen bleiben oder nicht. Gut, was man auch wissen sollte hier, die Hupe, das Fernlicht, das wird hier sehr stark zur Kommunikation eingesetzt. Also wenn man angehupt wird, ist das nicht ein Du Arschloch, wie es in Deutschland der Regel heißt, sondern das heißt hier so, hallo, ich bin hinter dir, ich werde jetzt wahrscheinlich vorbeifahren. Oder das heißt, so wie du, vor dir ist ein großes Loch, fahr lieber langsamer. Oder es heißt einfach nur sowas wie, hey du, bist mir sympathisch, hi. Das ist, was hier das Hupen bedeutet. Hupen bedeutet hier nichts Böses. Ja? Das sollte man sich vielleicht merken. Ja, und es gibt auf der Straße, ob das jetzt eine Sandstraße ist, ob das eine Sandstraße irgendwo durch so einen Bananenhain ist, also wir würden Wald sagen dazu, oder ob das auf der Autobahn ist. Also nochmal, auf der Autobahn. Es gibt hier wirklich alle paar hundert Meter solche Bumper. So
schöne Hügelchen auf der Straße und wenn er dann zu schnell fährt, dann macht das Auto Bumm. Und oft ist es so, wenn er dann sagt, ach, hier ist ja 50 erlaubt, ja, also mit 50 muss das gehen. In Deutschland weiß man, mit 50 sind die Dinger so gebaut, dass es auch funktioniert. Es ist hier nur leider so, mit 50, wenn du das machst, gibt es Hügel, die du mit 5 nicht befahren kannst. Die haut die Reifen weg. Also hier kann man wirklich nur sagen, oder auch dein Auto ist zu klein. Ja, das ist, kann auch sein, dass einfach dein Auspuff dann vorm Bumper stehen bleibt und du hinterhalb schon weiterfährst. Also das ist hier eins der gefährlichen Sachen. Das ist auch das, was, warum die meisten Leute sagen, wenn ich mein Auto an einem Weißen vermiete, dann verlange ich das Dreifache. Weil ob ich das Auto jemals wieder sehe, das weiß ich nicht. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die haben recht. Was gibt es noch zu sagen? Speed Limit. Wir haben hier Speed Limit innerhalb der Orte mit 50 km/h, außerhalb eigentlich mit 80. Wenn ihr ein Auto habt, das unter 3,5 Tonnen ist, dann könnt ihr außerhalb nachts auch, auch 100 fahren, doch, 100 km/h fahren. Über 3,5 Tonnen bleibt es bei 80. Und wenn ihr Berufsfahrer seid, bleibt es auch bei 80. Ja, und dann gibt es noch die Freeway, also die wirklich guten Straßen, die werden aber auch gekennzeichnet und da darf man dann auch mal 120 fahren. Aber das sind wirklich nur die großen Städteverbindungsstraßen. Gibt es eine Gurtpflicht? Ja, seit 2018 gibt es eine Gurtpflicht und zwar vorne. Ja, vorher waren es nur Empfehlungen, seit 2018 ist es amtlich. Vorne, die zwei, die vorne sitzen, müssen einen Gurt anlegen. Wenn ihr dann vorne noch ein Kind auf dem Schoß habt, was durchaus Standard und üblich ist, dem müsst ihr dann keinen Gurt anlegen. Gut, das war jetzt so der erste Teil. Wir machen drei Teile draus. Das ist, was hier zu beachten gibt. Wie jetzt das mit dem Auto ausschaut, was im Auto zu beachten ist, was ihr da drin haben müsst, welche Strafen das es gibt und so weiter, das erzähle ich euch alles in den nächsten zwei Teilen. Also werden wir uns auch über die Polizeikontrolle mal unterhalten, wie die wirklich so ausschauen hier. Und ja, hier zum Fahren vielleicht noch ganz kurz. Das war alles Theorie. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass man gibt es einfach nur eine Regel. In Deutschland gab es die auch mal, Paragraph 1. Achte auf den anderen und fahr defensiv. Und vor allem hier, man muss eins wissen, die Leute bestehen nicht auf ihr Recht. Und die erwarten auch nicht, dass du auf dein Recht bestehst. Das heißt, diese Leute, die sind wirklich so, dass man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt, dass man jemanden vorlässt, die alte Bibi, die lässt man halt mal mit ihrem Rollator da vorbeilaufen. Das ist auch, wenn man gerade Vorfahrt hätte. Wenn man so fährt, hat man hier relativ wenig Unfälle. Ich spreche wieder mal über Arusha. Ich weiß, dass in Dar es Salaam und auf Sansibar die Fahrweisen anders sind. Aber hier, in Deutschland ist ja auch so, ja. Also ein Bayer, der das erste Mal nach Berlin fährt, der flippt aus. Die fahren ganz anders. Und Berliner in Bayern wahrscheinlich genauso. Ja, und von daher, bis zum nächsten Mal.